Hier ist es jetzt mal ein bisschen windstiller, ihr Lieben. Meine Herren, was ist das für ein Wetter? Ich bin ja total krank. Aber die Mäuse müssen ja raus. Deswegen haben wir uns warm eingepackt. Wobei es eigentlich gar nicht so kalt ist. Es ist halt einfach nur scheiße windig. Und ja, jetzt sind wir hier spazieren. Gucken wir mal, ob der Rückruf noch klappt. Gerade Mina Bibi, dann wollen wir die ja mal nicht stören, ne? Ja. Zu mir! Hallöchen! Prima! Leni? Paul? Nina? Hoppala! Das war nix. Paul? So? Gucken? Rein? Guck! Prima. Paul, guck. Okay. Du bist doch ein Leckerchen fürs Gucken. Ja? Na gut. Hopp. Na komm weiter. Dreh dich. Ja, super. Kannst du es auch, Mina? Dreh dich. Jawohl. Das machen wir immer während des... Paul, zu mir! Kommt ein Auto vor lauter Gequatsche. Zu mir! Dafür ist natürlich der Rückruf besonders wichtig. Schwupps! Schwupps! So. So, das, was ich eigentlich gerade erzählen wollte, war, dass wir dieses Drehlicht, das mache ich immer mit denen, wenn wir spazieren gehen, das ist immer so ganz praktisch. Und das, was ihr eben gesehen habt bei Mina, mit diesem Dummy, das finde ich total cool, weil, ja, das ist total praktisch für unterwegs, finde ich. Man kann den Hund beschäftigen und man muss selber aber nicht viel tun. Das ist natürlich bei dem Wetter immer sehr praktisch. Und zwar wirft man den Dummy einfach irgendwo hin. Tschupp. Der Hund muss dafür natürlich das Kommando kennen, dass er da nicht dran darf. Mina! Komm mal her! Ich muss mal ihm was zeigen. So, guck mal hier. Oi, oi, oi. Danke. Weiter. Dann nimmt man den Hund praktisch mit. Am Anfang erstmal nur ein paar Meter. Komm. Dann ist der total aufmerksam und wartet natürlich darauf, dass man den jetzt zurückschickt. Komm. Mini. Komm. Mina. Kaschle. Dann lasse ich die immer noch mal irgendwie einen Trick machen. Sitz. Prima. Mach mal Männchen. Mina, mach mal Männchen. Doll. Okay, Holz. Und dann kann man den Hund zurückschicken. Läuft praktisch dabei einfach schon weiter. Und wenn der Hund da ist, kann man das gleiche Spiel dann nochmal von vorne machen. Zwischendurch natürlich immer mal füttern. Sitz. Genau. Cooles Spiel, oder? Ist das cool? Der Paul mag das auch gerne, ne? Der Paul geht manchmal hin, wenn ich der Mina das dahin lege, dann rennt er zurück und klaut er das. Dann müssen wir nochmal von vorne anfangen, ne? Ja. Schupp. Ah, ah. Wo ist denn die Leni? Da ist die Ömmeken. Also, wie gesagt, das
Spiel mache ich total gerne und kann ich nur empfehlen bei dem Wetter oder überhaupt. Das ist voll praktisch, finde ich. Der Hund ist aufmerksam, man muss nicht groß irgendwie hin und her rennen, kann direkt weiterlaufen und der Hund macht direkt doppelt Meter.